Ostern, das ist die Zeit der frohen Botschaften und der Wunder. Jesus ist von den Toten auferstanden und Armin Laschet hat nachgedacht. Ich finde es ja schön, auch im fortgeschrittenen Alter immer noch mal ein neues Hobby auszuprobieren. Laschet hat sämtliche Ansätze, wie man das Virus besiegen könnte, erwogen und intellektuell durchdrungen am Wochenende. Ostersamstag hat er gedacht, man könnte das Virus verwirren durch Schunkeln. Ostersonntag hat er gedacht, man könne eine Infektion mit Hilfe von Aachener Printen verhindern. Und am Ostermontag hat er sie dann entwickelt, die Laschetsche Relativitätstheorie. Er hat gemerkt, dass das mit Corona doch relativ kompliziert ist und dass nur Impfen offenbar nicht reicht. Deshalb glaube ich, brauchen wir einen Brücken-Lockdown. Wir müssen die Brücke hin zu dem Zeitpunkt, wo viele Menschen geimpft sind, noch einmal bauen. Das also ist das Ergebnis des Jahrhundertdenkprozesses. Brücken-Lockdown. Jetzt bitte nicht vorschnell urteilen, meine Damen und Herren. Es ist ein relativ langes Wort mit 4 Silben. Weniger begabte Politiker hätten wahrscheinlich nur 3 Silben hinbekommen. Ich denke, wir alle haben Armin Laschet als politischen Strategen unterschätzt. Dieser Mann muss unbedingt Regierungschef werden, sobald im Phantasialand was frei wird. Brücken-Lockdown, nur Frage, was genau stellt er sich da vor? Wir brauchen weiterhin weniger private Kontakte. Wir müssen mehr machen beim Homeoffice. Wir brauchen weniger Bürokratie und Bremse, sondern noch mehr Tempo beim Impfen. Impfen, testen, Kontaktreduktion. Aha, ja. Ah, und Salz hilft gegen Rotweinflecken und bei Milch auf dem Herd muss man unheimlich aufpassen. Alles geniale Gedanken, die so vor ihm noch keiner gedacht hat. Außer alle. Bemerkenswert an der ganzen Sache ist eigentlich nur, dass Armin Laschet bislang eher als großer Öffner und Lockerer bekannt war. So hat er noch im März geklungen. Ich glaube, dann ist auch die Botschaft, wir sind vorsichtig, aber wir können öffnen und zurückkehren zum verantworteten Leben. Also kein Wunder, dass Laschet nach dieser aktuellen 180-Grad-Wende nun auch schnell eine Ministerpräsidentenkonferenz einberufen wollte. Und zwar noch diese Woche. Wird eng, glaube ich. Noch diese Woche, um dort seinen Vorschlag eines Brücken-Lockdowns zu diskutieren. Mit seinen Kumpels und Kumpelinen. Leider hat kaum jemand auf Laschets Vorschlag reagiert. Er steht jetzt so ein bisschen da wie ein Kind, das was gemalt hat. Und die Eltern sagen, prima Armin, das hängen wir an den Kühlschrank. Und jetzt geh wieder spielen. Ist er möglicherweise falsch verstanden worden? Ist die Tragweite seiner Überlegungen nicht richtig durchgedrungen? Höchste Zeit, uns das Konzept Brücken-Lockdown noch einmal von berufener Seite erklären zu lassen. Von Armin Laschets Vize-Ersatz-Pressesprecher Thorsten Sträter. Danke, danke. Liebe Bürgerinnen und Bürger des Landes, ich darf Ihnen ein gerüttelt Maß nachösterlicher Grüße von Armin Laschet übersenden. Er war übers Wochenende in seinem breitkortbezogenen Think Tank, um über die Corona-Krise zu meditieren. Und jetzt schlägt ihm eine steife Welle Unverständnis entgegen. Jedoch, warum dies? Woran wird sich gerieben? Am Wort Brücken-Lockdown? Viele vergessen, was Armin Laschet auf seinem Weg ins Kanzleramt geleistet hat. Für NRW, für Deutschland, für den Planeten Erde. Hat er nicht jede Strategie zur gnadenlosen Bekämpfung von Covid-19 ausprobiert, aber echt mal jede? Friseur auf, Friseur zu, Friseur auf. FFP2, Malle ja, Hamburg nein. Wattestab in Schülernase und Wäschespinnenkauf nur durch Albinos mit Flechtfrisur und amtlichem Schnelltest. Baumärkte nur mit Anmeldung durch berittenen Kosaken. Gastronomie an der frischen Luft zu, Sonnenstudios auf. Homeoffice für Baggerfahrer, Kirmes nur per Zoom. Und geimpft wird entweder sofort oder später. Also beim Hausarzt oder im Impfzentrum. Je nachdem, ob sie alt sind oder jung oder mittendrin und trotzdem zu doof, die ganzen Anträge auszufüllen. Zur Verfügung stehen AstraZeneca, Moderna, ein Placebo, Ahoi, Brause oder nix. Je nachdem und Leute ohne Arme haben schlechte Karten. Alles dabei. Alles probiert. Hat doch alles funktioniert. Vielleicht nicht gerade gut. Oder länger als 10 Minuten. Oder eher im Sinne des Virus. Aber kommen Sie. Jetzt wissen wir es immerhin. Wollen Sie als zukünftigen Kanzler nicht einen, der alles versucht? Der jede Woche eine Strategie erfindet? Der im Sinne der Menschen handelt? Im Geiste großer Philanthropen wie Andrew Carnegie oder dem Papst oder Thanos? Ja. Also diese Woche Brücken-Lockdown. Das sagt der Herr Laschet jetzt mal mit aller Klarheit. Eine Brücke ist doch was Gutes, denn sie überbrückt etwas. Gut, eine Brücke sieht an beiden Enden gleich aus. Trotzdem, besser als ein harter Lockdown.
Es klingt schon wie eine Geschlechtskrankheit. Klar, ein harter Lockdown wäre das Beste. Schon, weil er zu 100% von den Bürgern getragen wird. Die sind ja auch schuld. Laufen draußen rum und atmen sich an. Aber Brücken-Lockdown ist doch irgendwie hübscher. Es ist keine Zeit für harte Sprache. Es muss soft sein. Und wenn das einer auf dem Kasten hat, dann NRW-Ministerpräsident Armand Laschet. Der in bester Erlösermanier über Ostern eine Vision entwarf, die da zwar schon ein Jahr auf dem Buckel hatte, aber sei es drum. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Harter Lockdown, Brücken-Lockdown oder Butterblumen-Husch-ins-Gebäude-Event oder Sommermärchen 4.0 oder Reise nach Jerusalem nur eben zu Hause und ohne deren Impfquote, egal. Hauptsache, er kommt. Andernfalls denkt Herr Laschet übers Wochenende nochmal nach. Schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich am besten auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr von Extra 3 zu verpassen. Wer hatte die Idee mit der Glocke?